Meine Damen und Herren, das Nächste, womit wir uns heute beschäftigen, im Unterkapitel 2, ein kurzes Kapitel, aber ich möchte es doch erwähnen, ist die Bedeutung der Physik in verschiedenen Wissensgebieten, damit Sie wissen, wozu Sie sich das da antun. In verschiedenen Wissensgebieten. Und es ist also schon eindrucksvoll, wo überall die Physik eine sehr wichtige Rolle spielt. Das ist ja auch der Grund, warum hier im Hörsaal nicht nur Physiker sitzen, angehende, sondern auch Meteorologen und Astronomen, weil dort überall natürlich die Physik auch eine wesentliche Grundlage darstellt. Also beginnen wir einmal mit der Chemie. Erhebt sich natürlich die Frage, warum die Chemiker nicht auch hier sitzen. Die haben ihre eigene Physik. Also die machen das dort separat. Das ist eine Frage der Organisation. Also in der Chemie ist es so, dass natürlich ein wichtiger Punkt ist, wo die Physik ganz wesentlich hineinspielt, das Periodensystem der Elemente. Das hat man ja empirisch lang schon festgestellt, aber die Erklärung aufgrund der Positionierungen der Elektronen in der Elektronenhülle der jeweiligen Atome, das wurde natürlich im Rahmen der Physik und zwar durch Verwendung der Quantenmechanik dann geklärt. Die chemische Bindung natürlich. Das ist insbesondere ein ganz wichtiges Gebiet in der Chemie, nämlich in der theoretischen Chemie, dass man unter Anwendung der Schrödinger-Gleichung auf die verschiedenen atomaren Strukturen sehr konkrete Aussagen über die Bindungskräfte zwischen verschiedenen Molekülen machen kann, was also insbesondere mit Hilfe der heute vorhandenen EDV möglich ist, wo es also recht umfangreiche numerische Lösungen gibt, um das also entsprechend zu bearbeiten. Und konkret kann man ruhig auch sagen, jemand, der theoretische Chemie betreibt, betreibt auch Physik. Also es gibt hier eine enge Wechselwirkung und einen deutlichen Überlappungsbereich zwischen der Chemie und der Physik. Natürlich könnte man auch die Chemie als die Physik der Substanzen betrachten, aber das ist insoweit nicht sehr sinnvoll, als eben auch in der Chemie großteils dann andere Beobachtungsmethoden verwendet werden und daher das doch immer noch ein sinnvollerweise getrennter Bereich ist. Aber Chemie und Physik sind natürlich sehr eng miteinander verbunden. Insbesondere also die Molekülstrukturen können mit Hilfe quantenmechanischer Methoden im Rahmen der theoretischen Chemie detailliert aufgeklärt werden. Naja, neben der Chemie möchte ich gleich die Astronomie erwähnen und bei der Astronomie, also die Astronomen sind ja da, bei der Astronomie und Astrophysik, das sind zwei Gebiete, die auch eng miteinander verbunden sind natürlich, da gibt es zweierlei wichtige Wechselwirkungen. Einerseits natürlich sind wichtige physikalische Grundprinzipien notwendig, um die Entwicklung und die Zusammensetzung von Sternen, letzten Endes die Entwicklung des ganzen Kosmos zu beschreiben, das Big Bang Modell, der Urknall und andererseits dann die Beschreibung der Elementarteilchen, die schon in der Frühzeit des Universums
sehr kurz nach dem Urknall vorhanden waren und sich dann entwickeln. Das ist eindeutig etwas, was in verschiedenen Gebieten der theoretischen Physik angesiedelt ist. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass natürlich mehrere Beobachtungsinstrumente, Radioteleskope und Ähnliches sehr wichtig durch physikalische Grundlagen bestimmt sind und auch auf der Basis entwickelt wurden. Also hier gibt es auch sehr enge Wechselwirkungen zwischen Physik und Astronomie, und ich freue mich durch all die Jahre, durch die hindurch ich jetzt diese Vorlesung immer gehalten habe, dass immer treu auch die Astronomen alle hierher gekommen sind. Sprich, dass also der Studienplan bis jetzt es so vorsieht, dass die Astronomie wirklich die volle Einführungsvorlesung Physik auch vorsieht für die Astronomiestudierenden. Also das ist die Astronomie. Zwei Punkte, einerseits grundlegende physikalische Beschreibung astronomischer Vorgänge und andererseits Entwicklung und Verfeinerung astronomischer Beobachtungsmethoden. Letztlich auch schon seinerzeit die Spiegelteleskope, die es ja immer noch gibt, und die Linsenteleskope, die man heute nicht mehr so sehr verwendet. Das alles hat ja letzten Endes seine Basis in der Optik, und die Optik ist wieder ein wichtiges Teilgebiet der Physik. Na, dann möchte ich auch die Meteorologie ansprechen. Die Meteorologen sind ja auch sehr willkommene Kollegen hier in diesem Hörsaal. Bei der Meteorologie sind gleich mehrere physikalische Zweige auch in der klassischen Physik beteiligt. Da ist einmal die Aerodynamik und Hydrodynamik, wenn es also um die Eigenschaften der Atmosphäre und der Ozeane geht. Natürlich spielen Phasenübergänge eine große Rolle, wenn sich Wolken bilden, wenn sich Eis bildet und so weiter. Also da ist dann die Thermodynamik natürlich ganz wesentlich. Also ich habe Ihnen ja schon gesagt, die Thermodynamik ist nicht Teil der Prüfung, was ja ein Blödsinn heute, aber es geht heute aus irgendwelchen Gründen nicht anders, habe ich mir erklären lassen und wurde daher zwar nicht überzeugt, aber überredet, dass man es so macht. Also machen wir es jetzt so. Aber trotzdem ersuche ich Sie dringend, dass Sie auch die Thermodynamik da mitverfolgen, dass Sie nicht nach Weihnachten da herkommen und der Hörsaal ist leer, nicht, weil keiner mehr zur Thermodynamik kommt. Also das wäre schon ein großer Verlust, das sollten Sie nicht machen. Naja, und dann natürlich auch Wechselwirkung von Strahlung mit Atomen, Molekülen und Partikeln. Und da möchte ich erwähnen, dass also insbesondere auch die Klimaforschung ganz wesentlich mit der Meteorologie und eben auch mit der Physik zusammenhängt. Wie bringen wir das jetzt in Schwung? Sehr gut, haben wir schon. Machen wir vielleicht ein bisschen finsterer, danke. Noch finsterer. So ist gut. Ich habe Ihnen da ein kleines Diagramm mitgebracht, mit dem ich illustrieren möchte, wie so einige wesentliche Vorgänge, insbesondere Transportvorgänge in der Atmosphäre ablaufen. Was man heute davon weiß, das ist nur ein grobes Bild, aber möge Ihnen zeigen, dass die Klimaforschung schon ein recht komplexes Gebiet ist, das also typisch zwischen Meteorologie und Physik angesiedelt ist. Und was in diesem schematischen Diagramm zu sehen ist, sind 100% der eintreffenden Sonnenstrahlung und dann 30% der reflektierten Sonnenstrahlung und 70% der Infrarotabstrahlung der Erde, die dadurch zustande kommt, dass sich also da eben die Erde aufwärmt
und dann halt wie ein Ofen Infrarotstrahlung absendet. Und Sie sehen, dass das der größere Teil ist im Verhältnis zur direkt reflektierten Sonnenstrahlung, woran man also schon sieht, dass also da Erwärmungsvorgänge eine wichtige Rolle spielen. Und ich möchte jetzt keineswegs da ins Detail gehen, sondern Ihnen halt nur so zeigen, was da alles passiert. Zum Teil wird das Licht direkt an den Wolken reflektiert. Gibt es also mehr Wolken, wird mehr reflektiert. Andererseits geht sehr viel in den Boden hinein, wird dort absorbiert und der Boden heizt sich auf und es kommt durch zur Wärmeleitung und dann letzten Endes wieder von der Oberfläche eine Infrarotabstrahlung, die aber wieder zum Großteil in der Wolke endet. Nur ein kleiner Teil geht durch. Ein großer Teil wird wieder reflektiert. Entweder von der Wolke oder von Treibhausgasen, wodurch dann die Oberfläche zusätzlich aufgeheizt wird. Aber natürlich gibt es eben die Abstrahlung von der Wolke, die Abstrahlung vom Boden und letzten Endes auch die Verdampfung und die Konvektion vom Boden aus in die Wolken, von denen aus dann weitere Infrarotstrahlung ausgesendet wird. Und die Wolken, die nur reflektieren und absorbieren, die lassen dann auch noch einmal so einen Anteil von Infrarotabstrahlung aus. Sie können sich also vorstellen, dass die Nettosumme von alledem ein recht komplexer Ausdruck ist, der sich aus vielen verschiedenen Teilen zusammensetzt und teilweise erwärmend wirkt, wie hier mit diesem Treibhauseffekt, teilweise auch abkühlend, wenn mehr Wolken auch mehr reflektieren. Und so zeigt sich, dass also eben gerade der Einfluss der Wolkenbedeckung, der prozentuellen globalen Wolkenbedeckung einen wesentlichen Einfluss hat auf dieses Nettoergebnis, was sich hier ergibt. Und um die Sache Ihnen noch zu zeigen, dass es vielfach miteinander verflochten ist, möchte ich auch noch erwähnen, wenn also durch den Treibhauseffekt die Erdoberfläche und damit auch die ozeanischen Oberflächen etwas wärmer werden, dann wird auch mehr Dampf vom Ozean verdampfen, was dann die Tendenz dann ergibt, dass sich auch mehr Wolken bilden, die dann ihrerseits wieder zu mehr Reflexion führen und damit wieder zu einer Abkühlung. Ein vielfach vernetztes System, das also komplex ist und nicht einfache, plakative Antworten ermöglicht. Es gibt schon Hinweise, ganz konkrete, dass die Erwärmung sozusagen die Oberhand hat. Man kann das ja auch an Gletscherschmelzen und so weiter erkennen. Aber es gibt Abschätzungen, die zeigen, wenn es diese Wechselwirkungen von Pro und Cons hier nicht gäbe, stünden wir schon ganz woanders mit der Erwärmung. Und eben weil es solche gegenläufige Effekte sind, die wir hier haben, sind die Erwärmungsvorgänge immer noch moderat. Letzten Endes ist die Erde insgesamt ein recht gut thermisch geregeltes System. Denn Sie müssen ja auch bedenken, seit urdenklichen Zeiten, also seit mehreren tausend Millionen Jahren, ist die Erde mit Ozeanen bedeckt. Und nach allem, was man weiß, sind diese Ozeane nie in der ganzen Zeit komplett zugefroren, aber auch nie in der ganzen Zeit komplett verdampft. Also immerhin zwischen 0 und 100 Grad hat unser Thermostat immer funktioniert. Naja, wenn es einmal zu 90 Grad kommt, wird es für uns schon sehr ungemütlich. Nicht? Aber ich meine, Sie müssen das sich ja auch im Weltraummaßstab vorstellen. So im freien Weltraum oder bei den entfernteren Planeten ist man nicht weit vom absoluten Nullpunkt, minus 273 entfernt. Auf der Sonnenoberfläche hat man viele tausend Kelvin, dass man da gerade zwischen 273 und 373 Kelvin geblieben ist an der Erdoberfläche. Für tausende, Millionen Jahre
ist schon beachtlich. Und das liegt an diesen verschiedenen Regelungsvorgängen. Das ist die Voraussetzung, wieso es uns gibt. Eine so gut geregelte Zentralheizung sozusagen. Also das wollte ich nur erwähnt haben, um Sie ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, wie spannend die Klimatologie ist einerseits und wie viel wir noch nicht wirklich quantitativ beschreiben können, nicht weil wir die Prozesse im Einzelnen nicht verstehen, die verstehen wir ganz gut, sondern weil das komplexe Zusammenspiel dieser nicht linear miteinander verkoppelten Vorgänge so kompliziert ist, dass genaue Aussagen sehr schwierig zu treffen sind. Also so viel zu der Klimatologie. Da habe ich mich jetzt einerseits an die Meteorologen und Meteorologinnen unter Ihnen gewendet, gehe aber davon aus, dass das andere Kolleginnen und Kollegen sicher auch interessiert hat. Also so viel zur Klimaproblematik und zur Meteorologie. Wo ich auch erwähnen möchte, dass die Physik eine große Rolle spielt, ist nach Biologie und Medizin. Biologen und Mediziner sind auch nicht hier. Also Mediziner, da braucht man einen viel größeren Hörsaal wahrscheinlich. Das ist also notwendig, dass das anders geregelt ist. Und auch die Biologen, da gibt es eigens eine Physik für Biologen, macht der Kollege von mir, der Kollege Schimanski, der macht das im Auditorium Maximum. Naja, sehr hohe Studierendenzahlen. Nicht? Wir sind froh, dass sie so viel sind, aber andererseits, dass sie da noch gut in den Hörsaal hineinpassen. Das ist insbesondere für Sie auch gut, weil das eben ein entsprechendes, günstiges Betreuungsverhältnis ergibt. Das ist etwas, was die sogenannten harten Naturwissenschaften haben, dass wir jedenfalls bis jetzt noch nicht übergehen mit Studierenden. Die zu uns kommen, wollen wirklich kommen, weil sie sich interessieren. In manchen anderen Fächern ist das nicht immer in gleichem Maße erfüllt. Also daher freue ich mich, wie es ist. Also Biologie und Medizin, da gibt es auch wieder zwei Aspekte. Das eine ist, man kann physikalische Prozesse in biologischen Systemen beschreiben, etwa den Energiehaushalt von Zellen oder Transportvorgänge von Energie oder Masse durch Zellmembranen hindurch. Eine ganz wichtige Sache zum Verständnis biologischer Vorgänge. Wechselwirkung von Strahlung mit biologischem Gewebe. Dann aber auch Untersuchungsmethoden sind physikalisch begründet. Etwa diverse Markierungsverfahren in der Biologie und in der Medizin und dann die verschiedensten Diagnosemethoden und Therapieverfahren. Ich möchte nur die Kernspintomographie erwähnen. Also eine Reihe von physikalischen Grundlagen, die ganz entscheidend für die Entwicklung insbesondere der modernen Medizin sind. Und ein modernes, großes Krankenhaus wie unser AKH ist ja eigentlich schon bald mehr ein Physikinstitut als eine Medizin. Also das ist vielleicht übertrieben. Aber jedenfalls manche Diagnosebereiche sind also sehr geprägt von physikalischen Vorgängen, mehr als von der Medizin. Naja, das ist eben gut, dass es eine gute Wechselwirkung gibt und ein Hoffnungsgebiet auch für Physiker, weil, und das soll jetzt nicht abwertend verstanden werden, aber die Mediziner mit ihrer Ausbildung verstehen davon nichts. Die müssen sich darauf verlassen, dass es Leute dort gibt, nämlich Medizinphysiker, die diese Geräte betreuen, weiterentwickeln und ihnen erklären können und es so gestalten, dass man damit dann auch als Mediziner, als Arzt sinnvolle Diagnosen erstellen kann. Und daher kommt es auch sehr darauf an, dass diese verschiedenen Leute, also die Mediziner auf der einen Seite und die Physiker auf der anderen Seite, miteinander reden können.
Das ist nicht so einfach, weil jeder hat seine eigene Terminologie und der jeweils andere kennt die Terminologie nicht. Also da, das ist ein Hoffnungsgebiet für Physiker und es wird auch ein interuniversitärer Kurs angeboten, so postgradual, wo die Physiker dann noch lernen sollen, mit den Ärzten, mit den Medizinern zu reden. Das ist ein bisschen extrem formuliert, aber Sie verstehen sicher, was ich meine. Und es ist wirklich sehr wichtig, gerade in einer Zeit, wo dieser Einfluss der Physik auf diese Medizintechnik immer wichtiger wird. Naja, die Technik ist natürlich ein wesentlicher Bereich. Wo die Physik ganz wesentliche Beiträge liefert. Na, das haben wir auch nicht da, weil die Technische Universität gibt es in Wien auch und die machen sich natürlich auch ihre Physik. Und das ist zum Teil auch gar nicht so weit weg thematisch. Wir teilen uns das halt auf, wer welche Bereiche vertritt und auf der TU sind natürlich tendenziell schon eher solche Bereiche vertreten, die unmittelbarere praktische Anwendungen ermöglichen. Aber zum Thema praktische Anwendungen komme ich auch noch kurz. Erlauben Sie mir, dass ich am Anfang so mehr verbal mit Ihnen kommuniziere und nicht so sehr mit Formeln, die kommen schon noch. Aber gerade am Anfang meine ich, dass man sich diese Dinge klar machen soll, zu einer Art Positionsbestimmung, bevor wir dann anfangen, uns mehr im Detail zu beschäftigen, aber das gibt Ihnen vielleicht auch mehr Motivation, sich dann hineinzustürzen. Also bei der Technik möchte ich gar nicht von der Dampfmaschine reden, das hat ja heute keiner mehr. Ist aber natürlich durch die Thermodynamik ganz wesentlich geprägt worden und umgekehrt auch die Thermodynamik von der Dampfmaschine, weil so Sachen wie Enthalpie und Entropie, das sind Dinge, die sich eigentlich ursprünglich ganz praktisch aus den Notwendigkeiten ergeben haben, die bei der Beschreibung dieser maschinellen Vorgänge halt wesentlich waren. Das ist ja sehr häufig so. Man braucht was dringend, damit man was konstruieren kann. Und dann rechnet man sich das aus und erst später kommt man oft drauf, was das eigentlich war, was man sich da ausgerechnet hat. Das hat bei der Entropie viele Jahrzehnte gedauert, bis dann letzten Endes der Boltzmann eine schlagende Interpretation für die Entropie geliefert hat. Vorher war das eigentlich mehr so eine Rechengröße. Auch interessant, aber nicht so wirklich spannend. Aber der Boltzmann hat es dann spannend gemacht mit seiner statistischen Physik, einer unserer ganz wichtigen Physiker. Der hat also den Nobelpreis nur deswegen versäumt, weil er zu früh dran war. Da hat es ihn noch nicht gegeben. Das ist natürlich ein Pech. Aber mein Gott, der Newton hat ja keinen Nobelpreis gekriegt. Der hat der Nobel noch lange nicht gelebt. Es ist ja klar, dass die Dinge ihren zeitlichen Ablauf haben. Naja. Aber dafür hat er seine Gasse hier, das ist ja was. Nicht? Die Boltzmann-Gasse ist nicht umsonst. Das ist einer der ganz großen und ganz wichtigen Physiker, die bei uns in der Physik gewirkt haben. Aber er ist natürlich sehr angefeindet worden, hat kein leichtes Leben gehabt. Immer wenn man mit was Neuem daherkommt, braucht man eine dicke Haut. Aber das ist ja fast überall so. Also die Thermodynamik, aber der Elektromotor, die Generatoren, die Halbleiterentwicklung, der Laser, wo man übrigens ursprünglich nicht recht gewusst hat, wozu man den eigentlich braucht, der wurde am Anfang boshafterweise von den Leuten als die Lösung der Probleme angesehen, die man eigentlich gar nicht gewusst hat, dass man sie hat. Also, aber inzwischen zeigt sich, dass also der Laser vor allem bei den CD-Spielern weltweit und bei den DVD-Spielern und so und den digitalen Speichermedien den größten Anwendungsbereich hat. Und das hat man natürlich in den späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht erahnen können. Und wenn man sich damals gedacht hätte, lassen wir, das braucht eh niemand. Naja,
Das ist es eben. Das ist nicht so einfach zu sagen. Dann die Nachrichtenübertragung mit Lichtleiter und Faseroptik, verschiedene Formen der Energiegewinnung, neue Werkstoffe, noch und noch und noch. Also die Anwendungen physikalischer Prinzipien auf technische Gegebenheiten sind wirklich Sonderzahl. Und ich möchte also, um also da noch einen Hinweis zu geben, wie das so mit der Grundlagenforschung ist, weil man uns ja oft vorwirft, wir sind nur im Elfenbeinturm und wir machen lauter Sachen, die eh keiner braucht und so weiter. Da hat sich ein Kollege herausgesucht aus den Unterlagen der seinerzeitigen Preußischen Akademie der Wissenschaften, jetzt ist es die Max-Planck-Gesellschaft geworden, in Weiterführung, die Unterlagen über einen Forschungsantrag, der seinerzeit von Heinrich Hertz gestellt wurde. So, ich weiß nicht genau, aber so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, also ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Das ist für Sie natürlich sehr, sehr lang. Aber andererseits, so lang ist das gar nicht, wenn man sich überlegt, wie lang die Leute sich schon mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt haben, seit ägyptischer Zeit, was sind da die letzten 100 Jahre, aber es hat ja enorm viel getan. Nicht? Naja, und er hat also einen Antrag gestellt mit dem Thema Messung der Ausbreitung der dielektrischen Verschiebung im Vakuum. Das hat er an die Preußische Akademie der Wissenschaften geschickt. Und es ging darum, Experimente durchzuführen, mit denen endgültig bewiesen werden soll, die Geltung der Maxwell'schen Gleichungen. Die Vorhersagen der Maxwell'schen Gleichungen sollten konkret durch Untersuchung von elektromagnetischen Wellen dargestellt und bestätigt werden. Naja, und die Gutachter, und das waren sicher damals top, weil bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften haben es nicht irgendjemanden gehabt. Also angesehene Leute in der Physik haben damals ausdrücklich unterstrichen, dass Hertz, nachdem ja das Einheit der Frequenz heute bestimmt ist, nicht, dass Hertz seine Förderung erhalten sollte und jetzt wörtlich, obwohl es wohl nie zu einer praktischen Anwendung kommen wird. Naja, die praktische Anwendung ist die gesamte Telekommunikation, mit der wir heute zu tun haben. Also ein viel Milliarden und dann was heißt. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Ich bin kein Ökonom, das muss man anders sagen. Aber jedenfalls, Sie sind sich sicher darüber im Klaren, dass das eine krasse Fehleinschätzung war. Aber das waren die besten Leute damals. Und jetzt will ich nicht sagen, die waren halt Dummeln. Aus der damaligen Sicht war das nicht abzusehen. Und deswegen möchte ich Ihnen also jetzt gleich auf den Weg mitgeben, wann Ihnen irgendjemand, entweder ein Kollege oder oft die Verwandten, was machst du denn da schon wieder, nicht? Ihnen irgendwie sagt, das ist alles sinnlos, was Sie da machen, mach doch was Ordentliches, beschäftig dich noch mit irgendeiner Spintisiererei. Naja, eine Garantie, dass er jeder so auf eine Goldader stößt wie der Heinrich Hertz, kann man natürlich nicht geben. Aber wenn er jeder sich dadurch abschrecken lässt, dass alle nur nach kurzfristigen praktischen Anwendungen rufen, dann kann es keine großen Fortschritte in der Naturwissenschaft geben. Und auch wenn damals der Galilei auf der schiefen Ebene da ein paar Kugeln runterrollen hat lassen, werden die Leute auch da gestanden sein, na jetzt ist er dann schon bald deppert worden. Nicht? Wen kann sowas interessieren? Ja, der hat dabei das Fallgesetz herausgefunden, nicht? Und verschiedene andere. Also ich glaube, die Message ist angekommen. Lassen Sie sich nicht so ohne weiteres abschrecken, wenn irgendjemand Ihnen sagt, dass das eh alles für nichts ist. Nicht? Also so viel noch dazu. Und damit möchte ich nur noch einen letzten Punkt anschließen, weil ich schon den Elfenbeinturm erwähnt hatte. Der ist ja insbesondere insoweit etwas in Verruf, weil es auch bedeutet, dass die Wissenschaftler und insbesondere die Physiker einfach drauf losforschen, wie es ihnen Spaß macht und was sie heute halt als nützlich und wichtig ansehen, ohne sich zu kümmern, was daraus wird.
Und das ist etwas, was man vor 50 Jahren noch gemacht hat. In der Zwischenzeit hat man erkannt, dass das nicht alles sein kann. Es ist auch unsere Verantwortung, weil ja wir dann gerade die sind, dass sie ihm auskennen, nicht? Dass wir dann auch darauf hinweisen, wenn irgendwelche neuen Phänomene erkannt und entwickelt werden, worin dann eventuelle Gefahren liegen können. Wobei man das zuerst selber ja nicht so genau weiß. Also die Professorin, bei der ich die erste Vorlesung in Kernphysik gehört habe, die Frau Professor Karlik, jetzt ist sie schon lang tot, war aber damals also wirklich eine führende Vertreterin ihrer Zunft, von der weiß ich, dass die also noch so wie es ist, in den radioaktiven Keller gegangen ist und dort so Radium hantiert hat. Das hat so schön geleuchtet im Finstern. Heutzutage weiß man, das ist unglaublich, dass die das überlebt hat. Die muss eine rosse Natur gehabt haben. Nicht? Aber das wusste man nicht. Es ist in vielen Fällen so, dass man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt. Wenn man es aber dann erkannt hat, dann ist es unsere Verantwortung, das auch den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Was die dann damit machen, ist eine zweite Sache. Das ist nicht mehr unsere Verantwortung, weil man ja keine gleichzeitig auch Politiker, jedenfalls ich nehme an, dass die meisten von ihnen nicht gleichzeitig in der Forschung und in der Politik tätig sein wollen, nicht? Aber ist die Politik auch was Wichtiges? Also ich meine, soll das nicht so jetzt vielleicht gar negativ dastehen. Aber jedenfalls, es ist unsere Verantwortung, auf die Auswirkungen der Anwendungen unserer Forschungsergebnisse ganz klar hinzuweisen und unsere Forschungsergebnisse auch so publik zu machen, dass die generelle General Public, die allgemeine Öffentlichkeit, auch davon was erfährt, weil letzten Endes, die zahlen ja im Wesentlichen das, was wir da machen. Nicht? Und daher hat die Öffentlichkeit auch ein Recht zu wissen, was wir da tun. Also das ist sehr, sehr wichtig. Also die Philosophie, die Ethik, der Erkenntnisprozess, Messvorgänge, alles das, wie wir es heute sehen, sind doch zum Großteil auch Auswirkungen unserer Forschungsergebnisse. Zum Beispiel die Quantenphysik, mit der ich jetzt anschließend noch ein bisschen was Ihnen erzählen möchte, hat ganz entscheidende Einflüsse auf die Erkenntnistheorie gehabt. Also das geht auch natürlich in die Geisteswissenschaften hinein. Und leider leben wir ja, obwohl ja sicher alle wissen, wie wichtig die Naturwissenschaften sind, immer noch in einer Zeit, wo viele Leute finden, naja, Goethes Faust, das ist halt was, die Schlosserei, die ihr da macht, das ist ja eigentlich nichts. Nicht? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man erkennt, dass beides seinen Platz hat. Und Sie sind ja eh schon vorgeprägt, Sie sind ja da hergekommen, um Physik oder Meteorologie, Astronomie zu studieren. Aber man soll sich nicht einreden lassen, dass das eh nichts ist, so nach dem Motto, naja, mein Gott, die Physik, das habe ich schon seinerzeit nicht verstanden, mit dem Motto, das macht auch nichts. Aber es macht eben ja etwas. Werben Sie dafür in Ihrem Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis, dass das was Wichtiges ist. Nein. Der Messvorgang. Also jetzt wird es gleich etwas konkreter werden. Wir betrachten einen Beobachter B, Beobachter, der sich Information verschafft über ein System S, das ihn interessiert. Er macht also dort eine Messung. Der Beobachter B wird immer als ein makroskopisches System angesehen, so wie wir ja sind, also aus sehr, sehr vielen Molekülen bestehend. Und das B und das S zusammen bilden also ebenfalls wieder ein System. Und es gibt also dann einen Messvorgang. Wir haben also das System
S. Wir haben den Beobachter B. Die miteinander bilden dann ein gesamtes System, das seinerseits wieder eine Umgebung und eine Begrenzung hat. Und da dazwischen gibt es also Wechselwirkungen, weil sich der Beobachter ja über das System eine Information verschaffen möchte. Also B ist immer makroskopisch. Wobei dieses Wort makroskopisch gerade neuerdings in den letzten 10 Jahren oder so sehr genau untersucht wird, weil man auch hier im Haus herausfinden möchte, wo hören denn die klassischen Gesetzmäßigkeiten an, wenn man immer wenn man immer kleiner wird, und wo fangen die quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten an. Also wenn man ein einzelnes Molekül betrachtet, ist klar, dass das zur Gänze einwandfrei von den quantenmechanischen Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird. Dagegen so ein Stück Masse mit einem Kilogramm, das ist eindeutig ein klassisches System. Aber irgendwo dazwischen muss es ja dann den Übergang geben. Und an dem wird intensiv weltweit geforscht, neuerdings, wie denn dieser Übergang vor sich geht. Kommt noch viel Interessantes später auf Sie zu. Das werden wir aber in den ersten 2 Semestern nicht behandeln. Ein bisschen was muss ja für später auch noch bleiben, dass Sie dann auch noch viele interessante Dinge haben. Bitte. Also die Frage ist, ob dieser Übergang vom Radius bestimmt wird und von den Wechselwirkungen, von der elektroschwachen Kraft und so weiter. Ich beantworte die Frage nicht, weil das zu weit führt. Lassen wir das dahingestellt. Es gibt verschiedene Aspekte, die hier eine wichtige Rolle spielen. Aber das möchte ich bewusst auf später verschieben, weil uns das jetzt zu viel Zeit kostet und da wirklich nicht was bringt. Also entschuldigen Sie, das ist keine Missachtung, dass ich das nicht beantworte, sondern nur ein pragmatisches Vorgehen. Wir können nachher darüber reden. Also B ist jedenfalls immer eindeutig der makroskopischen Seite zuzuordnen. Dagegen das S nicht unmittelbar. Wenn das System S auch makroskopisch ist, was gerade in der klassischen Physik, der Mechanik, der Elektrodynamik, mit der wir uns im Wesentlichen in den ersten 2 Semestern jetzt beschäftigen werden, wenn das also so ist, dann kann man meistens den Einfluss des Beobachters auf das System sehr klein halten. Einfluss von B auf das untersuchte System S meistens sehr klein. Sprich, man kann es so anstellen, dass die Messung auf das beobachtete System einen sehr geringen und oft vernachlässigbaren Einfluss hat. Das, meine Damen und Herren, machen Sie sich das bewusst. Das ist es, wieso wir dann in einem solchen Fall von objektiven Systemeigenschaften sprechen können. Dass es also überhaupt eine objektive Wirklichkeit gibt. Denn in dem Moment, wo durch eine Messung immer ein wesentlicher Einfluss auf das System ausgeübt wird, ja, was ist dann eigentlich das wirkliche System? Dann hängt es ja davon ab, was ich mit dem System anstelle, wie ich eine Messung vornehme, was ich dann für ein Ergebnis kriege. Also der Punkt, dass dieser Einfluss des Beobachters und des Beobachtungsvorgängers auf das beobachtete System meistens sehr klein und meistens auch vernachlässigbar klein gemacht werden kann, ist die Basis für das, was wir objektive Systemeigenschaften oder auch eine objektive Wirklichkeit
ansehen. Man beschäftigt sich eben auch so in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, von Seiten der Quantenmechanik mit diesen Fragen. Und das ist eine Frage, die unter dem Stichwort Realismus angesiedelt wird. Wenn Sie davon was hören, dann bezieht sich das darauf, inwieweit man einem System eine eigene objektive Wirklichkeit zumessen kann. Na, wir sind gewohnt, dass wir eine objektive Wirklichkeit haben. Ich sehe da meinetwegen dieses Gerät, Sie sehen das auch, ich kann das nehmen und das ist also da. Aber wenn das sich alles also im Mikrokosmos, also in den Größenordnungen von Atomen und Molekülen oder kleiner, abspielt, dann kann es passieren, wenn Sie zu scharf dort hinschauen, dass das auf einmal woanders ist. Und damit beginnt die Sache eben undeutlich zu werden, in dem Sinn, dass dann unter Umständen eben man keine objektive Wirklichkeit in dem Sinn mehr definieren kann. Die Wirklichkeit wird dann durch den Messvorgang mitbestimmt. Sprich, der Messvorgang kann dann das System beeinflussen. Falls also es mikroskopisch ist, dann wird es immer, also jedenfalls in den allermeisten Fällen, einen wesentlichen Einfluss, von B auf S geben. Und natürlich können Sie sich auch fragen, woher das kommt. Und eine besonders einfache Erläuterung dazu hat Heisenberg gegeben, auf den auch die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation zurückgeht, die ich gleich erwähnen werde. Die erste Gleichung, die ich Ihnen aufschreiben werde. Die Idee ist, wenn man sich also jetzt vorstellt, das sei ein Elektron. Das kann man natürlich nicht so anschauen, aber die Theoretiker haben immer den Vorteil, dass sie Gedankenexperimente durchführen können, auch wenn man die dann nicht eben wirklich konkret nachvollziehen kann, sondern nur unter anderen Bedingungen halt. Aber wenn das ein Elektron ist und ich möchte jetzt genau wissen, wo das ist, dann muss ich dieses Elektron mit einem Lichtstrahl hoher Frequenz anschauen, damit man eine gute Auflösung kriegt. Wenn man den aber da drauf schickt, diesen Lichtstrahl, dann entspricht dem Lichtstrahl in der quantenmechanischen Sicht ein mechanischer Impuls, das Teilchenmodell des Lichtes. Und das wird diesem Elektron einen Stösser geben und das ist dann auf einmal woanders. Es hat nicht mehr denselben Impuls wie vorher. Man hat es zwar dort noch registrieren können, aber nachher hat es einen ganz anderen Impuls als vorher. Man kann also, wenn man schon den Ort genau wissen möchte, seinen Impuls nicht wissen. Oder man sagt sich, na dann sind wir vorsichtiger. Nehmen wir eine Strahlung mit längerer Wellenlänge und kleinerer Frequenz, die niederenergetischer ist, dann kann man das zwar anstreuen und der Impuls wird sich nicht wesentlich ändern, aber Sie sehen nur ein Beugungsscheibchen. Sie sehen nicht, wo das Ding wirklich ist. In dem Fall wissen Sie zwar den Impuls einigermaßen, aber der Ort ist verschmiert. Beides kriegen Sie nicht. Und zwar grundsätzlich nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist nicht, weil man es halt blöd macht, sondern es geht nicht anders. Und damit hört sich dann diese objektive Wirklichkeit in dem Sinn auf, dass man im Detail nicht nachverfolgen kann, was dieses Elektron macht. Wenn man nicht gleichzeitig Ort und Impuls und damit Geschwindigkeit kennt, kann man auch nie eine Bahnkurve eines Teilchens verfolgen. Im Rahmen der Quantenmechanik gibt es keine Bahnkurven mehr. Das geht nur im Rahmen der makroskopischen klassischen Physik, mit der wir uns natürlich jetzt einmal beschäftigen werden, weil das ja nach wie vor die Basis für alles Weitere ist. Aber ich möchte damit also illustrieren,
dass für so ein mikroskopisches System eben durch die Beeinflussung des Systems, die grundsätzliche Beeinflussung, durch den Beobachtungsvorgang es zu derartigen Veränderungen kommt. Und die Unschärferelation, die das zu beschreiben erlaubt, geht also auf Heisenberg zurück, seinerzeit ein Konkurrent von Schrödinger, aber dem Schrödinger ist dafür die Schrödinger-Gleichung eingefallen, nicht? Die bis heute immer noch am meisten zitierte Differentialgleichung in der ganzen Physik. Nicht? Muss man mit zusammenbringen, so eine Gleichung aufstellen. Nicht? Und dafür hat also er damals ja auch den Nobelpreis bekommen. Also diese Unschärferelation, und der Heisenberg hat auch den Nobelpreis gekriegt, lautet also, dass Delta X mal Delta PX, wenn man das nur in einer X-Dimension aufschreibt, immer größer oder gleich H quer halbe ist. Wobei das H quer gleich H durch 2 Pi, das sind so Definitionen. H ist die Planck'sche Hilfskonstante, sprich das Planck'sche Wirkungsquantum. So ungefähr gleich ist, na, schreibe es ein bisschen genauer, 1,05, aber es genügt an sich, wenn Sie sich das 1 merken, mal 10 hoch minus 34 Joule. 10 hoch minus 34 Joule Sekunden. Das ist eben die Wirkung in Joule-Sekunden. Na, 10 der minus 34. Da sehen Sie schon, für praktische Anwendungen ist es eh unerhört scharf. Aber wenn Sie in den Bereich der Elementarteilchen, der Atomkerne kommen, wird das wesentlich. Und dann stellen Sie fest, dass man hier eben objektive Messungen, also Messungen einer objektiven Wirklichkeit ohne Beeinflussung des beobachteten Systems nicht mehr durchführen kann. Also das wollte ich da auch noch dazu sagen, um Ihnen die Problematik beim Messvorgang nahezubringen. Jetzt wollen wir also Systeme beschreiben. Und das tun wir üblicherweise mit physikalischen Größen. Man definiert sich physikalische Größen. Ja, welche definiert man sich? Solche, die sich als nützlich erweisen. Also die Auswahl solcher Größen ist abhängig von dem jeweils verwendeten Modell, aber an sich willkürlich. Und als ein Beispiel, Auswahl willkürlich. Und es wird ein wesentlicher Teil dieses ganzen ersten Studienjahrs für Sie sein, die verschiedenen physikalischen Größen und ihre physikalisch anschauliche Bedeutung kennenzulernen und ihre Wechselbeziehungen untereinander verstehen zu lernen. Das ist es, worauf es uns ankommt. Und ein Beispiel für eine solche physikalische Größe, die zum Teil also in dem Beispiel etwa erfunden wird oder neu eingeführt wird, die ich jetzt erwähne, ist von Newton seinerzeit eingeführt worden, der Begriff der Kraft. Naja, jeder weiß, dass Kraft irgendwie so mit dem Bizeps zu tun hat oder so, aber das ist zu wenig für eine physikalische Definition. Und damit man das, was man irgendwie aus der Anschauung her kennt, dann auch in einen physikalischen Kontext bringt, muss man sich eben dazu überlegen, was denn eigentlich die Kraft bedeutet. Und die Newton'sche Definition geht dahin, dass eine Kraft nichts anderes ist als die Ursache für eine Beschleunigung eines Systems. Wenn ein System beschleunigt sich bewegt,
dann muss auf dieses System eine Kraft wirken. Und die Kraft gibt dann an, wie groß diese Beschleunigung ist. Also Begriff der Kraft als Ursache der Beschleunigung. Da sage ich nicht mehr dazu, das wird detailliert in weiterer Folge besprochen. Ja, und wenn man also eine Messung durchführt, irgendeiner dieser Größen, was macht man denn da eigentlich? Man vergleicht zwei gleichartige Größen. Größen. Was will ich damit sagen? Wenn man zum Beispiel eine Längenmessung macht, dann ist die Messung der Länge der Vergleich der Länge dieses Körpers mit der Länge eines Normals, zum Beispiel ein Meter oder ein Zentimeter. Der Vergleich dieser beiden Größen bestimmt dann eigentlich das Ergebnis. Also die Vergleichsgröße die nennen wir einfach die Maßeinheit oder nur Einheit. Und es gilt dementsprechend, dass also ganz wichtige, einfache Beziehung, die Größe, um die es geht, vielleicht die Länge oder die Masse oder die Zeit oder was auch immer, diese physikalische Größe ist die Maßzahl mal der Einheit. Und bei der Gelegenheit muss ich mich jetzt etwas schulmeisterlich gebärden, was ich sonst versuche zu vermeiden, aber da ist es, glaube ich, angebracht. Vergessen Sie bitte nie, und mit nie meine ich nie, beim Angeben irgendeiner physikalischen Größe die Hinzufügung der Einheit. Das ist ganz extrem wichtig. Wenn Sie sagen, die Geschwindigkeit ist 60, na was? Kilometer pro Stunde, Meter pro Sekunde, egal. Ganz wesentlich, es gibt da kaum was Unprofessionelleres, als wenn man das macht. Wir werden dann später auch noch über den Streubereich, also den Unsicherheitsbereich bei der Messung von Größen sprechen. Das ist dann auch wichtig anzugeben, aber das haben wir noch nicht. Jetzt merken Sie sich bitte vor, ganz wichtig für Ihr ganzes weiteres Leben. Wenn Sie irgendeine Größe angeben, dann nennen Sie auch dazu die Einheit, in der Sie das angeben. Sonst ist das also wirklich ein Topfen, auf Wienerisch gesagt. Eine wesentliche Eigenschaft von Messungen, neben verschiedenen Dingen, die ich nicht erwähnen möchte, ist vor allem die Reproduzierbarkeit von Messungen. Und wenn Sie dann irgendwann, einige von Ihnen werden wahrscheinlich in die experimentelle Forschung gehen wollen und vielleicht irgendwelche Experimente durchführen, wenn Sie also ein Experiment machen, um etwas zu messen, dann werden Sie sicherlich nicht nur eine Messung machen und schon Ihre Arbeit fertig schreiben, sondern Sie werden anschauen, ob man diese Messung reproduzieren kann. Und das ist oft ein langer und dornenvoller Weg, bis man so weit kommt, dass das Experiment, das Sie sich hernehmen, so weit unter Kontrolle ist, dass Sie wirklich, abgesehen von nicht zu großen statistischen Schwankungen, immer wieder das gleiche Ergebnis herausbekommen. Die Reproduzierbarkeit ist die Basis jedes gültigen Experimentes. Wenn man das nicht überprüft, dann hat man eigentlich keine Messung gemacht. Einmal was anschauen ist meistens nichts. Natürlich wollen Sie sich zuerst einmal ein bisschen orientieren, wie es man so macht und so. Ist das interessant, ist das wenig interessant? Aber wenn Sie dann eine Situation haben, wo Sie sich denken, so, jetzt will ich es da jetzt genauer wissen, dann müssen Sie loslegen und schauen, wie Sie das unter Kontrolle kriegen. Und nur wenn die Reproduzierbarkeit da ist, dann haben Sie also auch wirklich ein gültiges Messergebnis erhalten. Bedenken Sie das.
Das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Die Messungen fallen einem nicht in den Schoß. Viel Dummheiten, die man so sieht und hört, was da alles beobachtet wird, kommt daher, dass die Leute einmal hingeschaut haben, was bemerkt haben, sich wundern und sagen, da haben sie jetzt was entdeckt. Mit einmal hinschauen wissen sie gar nichts. Und erst wenn sie wirklich längere Messungen durchführen, sieht man dann etwas. Was ist eine physikalische Relation? Das, womit wir jetzt immer zu tun haben werden. Eine physikalische Relation, das ist eine Relation zwischen physikalischen Größen. Wobei diese Größe gleich ist Maßzahl mal Einheit. Also die Größe ist zum Beispiel 5 Meter. Das ist eine bestimmte physikalische Länge, nämlich 5 Meter. Oder aber auch, man kann auch sagen, oder zwischen den Maßzahlen. Letzten Endes, wenn Sie da Gleichungen, mathematische Gleichungen stehen haben, sind das ja letzten Endes Gleichungen, die auf Zahlen angewendet werden. Aber man darf eben nie außer Acht lassen, dass man die Einheiten in entsprechender Weise mitführt und dann auch auf entsprechende Ergebnisse kommt. Also eine solche Relation ist zum Beispiel meinetwegen L ist gleich V mal T. Länge ist gleich Geschwindigkeit mal Zeit. Oder Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Und da gibt es also eine Legion von derartigen Relationen. Damit das Ganze einheitlich und übersichtlich wird, führt man ein System von bestimmten vorgegebenen Einheiten ein. Und um ein solches System von Größen und Einheiten einführen zu können, braucht es zunächst einmal Basisgrößen, die man also herausnimmt aus allen Größen, die einen so interessieren und die man halt als Grundgrößen ansieht. Und da gibt es verschiedene. Einmal die absoluten Basisgrößen. Die absoluten Basisgrößen definiert man sich so, deswegen heißen sie auch absolut, unabhängig von allem anderen, durch ein bestimmtes Messverfahren und durch eine bestimmte Einheit. Ein typisches Beispiel dafür ist etwa die Masse. Bei der Masse ist es so, und auch die Zeit, nehmen wir das gleich dazu. Bei Masse und Zeit ist es so, dass man die entsprechenden Basiseinheiten willkürlich definiert. Bitte? Doch. Ist willkürlich definiert. Warum nicht? Er sagt, die Zeit ist nicht willkürlich definiert. Die Zeiteinheit. Ach so, also es ist schon halt definiert, aber es, ja, es ist halt einfach geheißen, das ist jetzt Zeit, außer ja. So ist es gemeint. Na, eine Minute von 60 Sekunden haben, könnte man auch 70 Sekunden definiert werden. Ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, was Sie meinen. Die Zeiteinheit ist die Sekunde. Und wie die Sekunde definiert ist, als 60stel einer Stunde und eine Minute und das ist dann wieder 60stel einer Stunde und 24stel eines Tages, das ist ja alles willkürlich. Wo steht denn geschrieben, dass das so sein muss?
Das ist eine willkürliche Festlegung, an die wir uns halt schon so gewöhnt haben, dass man so wie Sie jetzt glaubt, das muss so sein. Das ist eine ursprüngliche Willkür gewesen, die dazu geführt hat. Und das muss einem auch bewusst werden, dass es eine reine Willkür ist. Ne? Gut. Bitte. Naja, also man kann natürlich aufgrund theoretischer Überlegungen festlegen, dass es eine kleinstmögliche Zeit gibt, die man noch beobachten kann, oder man kann gewisse Zeiten und Längen und auch andere Größen an bestimmten Prozessen festmachen. Und man kann auch, wir werden darüber sprechen in weiterer Folge, dadurch so quasi natürliche Einheiten festlegen, indem man also schrittweise diese willkürlichen Festlegungen abbaut und durch andere Definitionen ersetzt. Aber es ist noch nicht so weit, dass man alle Einheiten wegbringt. Aber geben Sie mir noch einen Tag, dann werden wir darüber genauer sprechen. Okay? Wer war das überhaupt, der da gefragt hat? Da hinten, okay. Okay. Diese absolute Einheit, die da drinnen steht, für Masse und Zeit, die kann jetzt entweder ein ortsfestes Normal sein, das man irgendwo hinterlegt und aufpasst, dass es keiner stört und dass es auch nicht verrostet oder sonst irgendetwas, oder eine Einheit, die man überall reproduzieren kann. Na, und da wollen wir also gleich diese beiden Einheiten Masse und Zeit hernehmen im Rahmen des sogenannten SI, des System International. Das ist in Frankreich abgeschlossen worden, der Vertrag damals, und deswegen ist es also französisch. Verwenden Sie bitte nicht den Ausdruck das SI-System, weil S heißt schon System. Das ist dann das System International System. Es sind SI-Einheiten, um die es geht. Und die entsprechenden Basisgrößen sind also da jetzt einmal die Masse. Und die Basiseinheit dieser Masse, da verwendet man einfach einen bestimmten Prototypen aus Platin-Iridium, damit er nicht rostet, also möglichst bleibt, wie er ist, der in einem kleinen Vorort von Paris unter mehreren Glasstürzen und so halt gut untergebracht ist. Das ist das Kilogramm. Und wenn dann andere Eichämter das vergleichen wollen, bringen sie ihre Sekundärnormale hin, legen sie auf eine sehr empfindliche Waage und schauen, dass das passt. Ursprünglich war das definiert als die Masse von 1 Liter Wasser bei 4 Grad Celsius. Bald war das aber zu ungenau, weil das Wasser kann verdampfen oder es gibt verschiedene Schwierigkeiten, das zu reproduzieren. Es zeigt sich, dass es bis heute am genauesten ist, das Massennormal mit einem solchen ortsfesten Normal, mit dem Urkilogramm festzulegen. Man nennt das das Urkilogramm. Aber man hat das Urkilogramm natürlich angeglichen, so gut man konnte, an die ursprüngliche Definition. Man wollte nicht alles umwerfen. Also es bleibt dabei, es ist sehr weitgehend die Masse von 1 Liter Wasser. Aber wenn man es eben genau wissen will und mit guten Waagen, kann man Genauigkeiten bis 10 hoch minus 10 erreichen. 10 hoch minus 10. So gut kann man auflösen. Da ist es mit Wasser nichts mehr. Das geht also dann nur mehr eben mit einem solchen Normal. Man arbeitet an einem neuen Normal, das sich an atomaren oder molekularen Bedingungen orientiert, aber das ist noch nicht so weit, dass es die genügende Genauigkeit aufweist. Bitte. Also die Frage war, dass das im Lauf langer Zeit auch zerfallen kann und dadurch also die Masse ändert und dass man daher eine andere Einheit sucht,
mag sein, dass das auch ein Grund ist, aber man möchte vor allem von dem wegkommen, dass da irgendwo in der Welt ein Stück liegt und das ist dann das Urkilogramm. Wenn das einer stiehlt, dann ist also das ganze System kaputt. Nicht? Also das ist ja eigentlich nicht sehr angenehm. Es wäre angenehmer, ein Normal zu haben, das also überall reproduzierbar ist. Und bei der Masse geht das also noch nicht. Ich möchte noch erwähnen bei dieser Masse, dass wir als Menschen gerade mittendrin in dem Bereich sind, den man so messen kann. Ein Elektron hat circa 10 hoch minus 30 Kilogramm, eine Fliege 10 hoch minus 3 Kilogramm, wir 10 hoch plus 2 Kilogramm, na manchmal ein bisschen weniger, gelegentlich auch mehr. Die Erde 6 mal 10 hoch 24 Kilogramm und die Milchstraße 10 hoch 42 Kilogramm. Also 10 der minus 30 bis 10 hoch 42. Irgendwo mittendrin sind wir. Na, wir schauen zum Großen und zum Kleinen, soweit wir schauen können. Klar, nur logischerweise sind wir mittendrin, weil wir schauen ja. Ne? Also daher legt man auch diese Einheiten so fest. Messen auch heute noch mit guter Präzision, tut man das mit Hilfe von präzisen Gewichtssätzen, wo man die Gewichtsstücke nur mit einer Pinzette nimmt und auch kleine Massenmaße hier noch erhalten kann, bis hinunter zu wenigen Milligramm. Da muss ich aufpassen, dass ich das da nicht verliere. Wenige Milligramm kann man also mit solchen Gewichtsstücken gut messen. Das ist also was, wie man heute noch präzise Massen bestimmen kann. Naja, so viel also zur ersten wichtigen Grundeinheit. Morgen kommen wir zur nächsten, und zwar zur Zeit. Und da werden Sie sehen, das ist auch eine absolute Grundeinheit, hat auch eine willkürliche Einheit, aber mit einem anderen Normal, das man nicht verlieren kann. Das besprechen wir morgen. Danke.